Eines der größten Wunder der Bibel ist die Flucht der Israeliten aus Ägypten und die Durchquerung des Roten Meeres, der sogenannte Exodus. Doch seine Glaubwürdigkeit wird in Frage gestellt. Für viele Archäologen ist der Exodus nur eine Legende, erfunden, um dem Volk Israel einen Gründungsmythos zu verschaffen. Und tatsächlich wurden niemals irgendwelche Spuren vom Auszug der Israeliten gefunden. Kein Wunder, denn man suchte am falschen Ort, nämlich auf der Sinai-Halbinsel. Dabei ist in der Bibel die Route des Exodus und die Lage des Berg Horeb genau beschrieben. Dieser Berg, auf dem Moses die 10 Gebote von Gott empfing, liegt nicht auf der Sinai-Halbinsel, sondern auf der arabischen Halbinsel im Land Midian. Diese und weitere sensationelle Entdeckungen, die jahrhundertelang unter Sand oder Wasser begraben lagen und nun doch den Bericht der Bibel bestätigen, enthüllt der faszinierende Film »Der Fall Exodus«.